Man sieht ja immer, dass es Jugendliche gibt, die im Prinzip aus Spaß oder Frust sich wirklich richtig zudröhnen mit Alkohol. Und man sieht auch immer, was da draus passieren kann aus solchen Situationen, die am Anfang noch ganz spaßig wirken, aber hinterher wirklich tödlich sein können. Viele wissen ja nicht, dass auch schon so kleine Alkopops schon sehr gefährlich sein können. Und deswegen, dass durch Alkohol sozusagen auch der Tod weitergereicht werden kann. Ich habe einfach nur von Geschichten gehört, wo die zum Beispiel einfach komplett betrunken waren, nicht mal wussten, wo sie sind und alles. Ist einfach unnötig, meiner Meinung nach. Ja, ich finde es auch schlimm. Also ich finde, es muss einfach nicht sein, weil ja, Alkohol löst ja keine Probleme. Es schadet einem ja nur und es gibt so viele andere schöne Dinge, die man machen kann, anstatt Alkohol zu trinken. Ich habe drei kleine Geschwister und dann habe ich eine Vorbildfunktion. Ich glaube, die Jüngste ist 12 Jahre jünger als ich. Und wenn die dann schon sieht, der kommt mit 25 total besoffen nach Hause und liegt dann in der Ecke. Und das ist dann, glaube ich, es ist nicht gut. Und dann muss ich halt zeigen, wie man es richtig macht. Wenn wir dafür Sorge tragen, dass Schüler sich angenommen fühlen, wertgeschätzt, ernst genommen und wir auch noch etwas daran tun, dass sie unabhängig von ihren schulischen Leistungen hier in der Schule Erfolgserlebnisse haben können, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Zeitungsartikel schneiden wir aus, Berichte über das Negative, zum Beispiel hier Solinger betrunken und ohne Führerschein unterwegs und ja, dann halt kleben wir eine Sache ganz bunt voll mit den Dingen, wo es sich für lohnt zu leben. Wir hatten so die Idee, dass wir halt so ein Bild machen, wo so eine Art Engel-Teufel-Situation ist, dass wir dann im Prinzip schreiben, ja, treffe die richtige Wahl oder dass der Alkohol keine Macht über dich haben darf und dass man halt aussagt, dass man seine Grenzen kennt und sich richtig entscheidet. Man lebt durch Alkohol viel kürzer und dass man einfach auch darauf verzichten kann, lieber länger leben sollte. Und das macht halt auch Spaß, wenn man so sieht, was die ganzen Ideen sind, weil das eine sehr gute Aktion ist, finde ich. Alkohol hat in meinem Leben bis jetzt noch keine Rolle gespielt und soll es auch nicht.